Sebastian Vasiades, die erste Trainingswoche ist vorbei. Heute ging es vor allem um den Torabschluss. Wie war das, mal wieder nach langer Zeit im 1 gegen 1 mit den Torhütern dann zu trainieren? Ja, natürlich ein ungewohntes Gefühl. Ne? Ja, ein bisschen Ballgewöhnung ist natürlich wichtig. Auch mal wieder gegen Ball treten, auch mal wieder aufs Tor schießen. Tolles Gefühl, hat uns gefehlt. Ich hoffe natürlich jetzt, dass wir irgendwann mal wieder Richtung Zweikämpfe gehen können. Liegt nicht in meiner Hand, muss schauen. Ja, aber war auf jeden Fall ein gelungenes Training. Du hast es schon angesprochen, die Trainingswoche stand jetzt unter besonderen Vorzeichen. Zweikämpfe zum Beispiel gibt es noch gar nicht. Vergleich doch mal allgemein diese Trainingswoche mit einer ganz normalen Trainingswoche vor der Corona-Pause. Ja, es ist halt vor allem Ballgewöhnung. Wie kann man nicht machen? Ballgewöhnung, Läufe, versuchen irgendwie das Fitnesslevel wiederherzustellen. Wobei ich auch denke, dass wir nicht so viel eingebüßt haben. Klar, es gibt keine Spielform, es ist halt viel Passspiel, heute Torschuss. Ansonsten nur Ballgewöhnung, natürlich ganz anders als sonst. Jetzt stehen die Osterfeiertage vor der Tür. Bei dir ist es gerade so, dass die Familie relativ weit weg wohnt von Paderborn. Was bedeutet das für dich jetzt auch gerade in dieser Zeit vielleicht nicht, den Kontakt zu haben, den persönlichen? Ja, ist natürlich schade, aber normalerweise ja, wäre ich auch nicht zu Hause. Ne? Also deswegen kann ich damit leben. Ja, für uns, also für mich zählt jetzt einfach, dass ich irgendwann mal wieder Fußball spielen darf. Klar, wäre schön, meine Familie wieder zu sehen, aber es ist halt jetzt gerade schwierig und ja, damit muss man leben. Geht ja nicht nur mir so, geht auch vielen anderen Menschen so. Und wir werden einfach ja, versuchen, das jetzt so anzunehmen, wie es ist und dann hoffentlich bald wieder Fußball spielen. Jetzt machen ja viele auch ihre Osterspaziergänge über das Wochenende. Gebt den Leuten noch mal einen Tipp, wo gehst du am liebsten spazieren, wenn du mal Freizeit hast? Das ist natürlich, also spazieren gehe ich schon mal gar nicht. Ne? Also nee, ich sitze dann vielleicht auf meinem Balkon, genieße die Sonne. Und das war es eigentlich. Also da kann ich keine Tipps geben, wo man hier spazieren gehen kann. Wobei Fischteiche soll ganz schön sein, habe ich mal gehört, aber dazu kann ich nichts sagen. Da müssen die Leute das selbst herausfinden. Danke dir und schöne Feiertage. Danke gleichfalls.